Kapitel 3 Von Angesicht zu Angesicht. Die Welt um Flamme herum verschwamm, als er in das Portal trat, welches sein Bruder und ihn in den nächsten Weltenbaum bringen sollte. Der Weltenbaum des Lunaren, beherrscht von Lunala. Von diesem aus konnte die Reise wahrlich in den Weltenbaum des Sternenlichtes weitergehen. Doch wie wäre überhaupt Lunalas Weltenbaum? Nun, langsam bildete sich eine Gegend um Flamme herum. Eine Gegend, welche ehrlich gesagt nicht aussah wie ein Weltenbaum. Ewige, blaue Weiten. Einzelne kleine Punkte sammelten sich in diesem Blau. Das Einzige, was sich in dieser eigenartigen Gegend etwas abhob, war ein See voller klarstem Wasser. Nach all den Kämpfen und Gesprächen, die nun hinter ihm lagen, war dieser ein Segen. Ein paar Schlucke frisches Wasser, bevor er beginnen konnte, diesen Ort zu erkunden, würden ihn wieder etwas stärken. Langsam näherte sich Solas Vulpix dem stillen Gewässer an und blickte hinab. Ihm entgegen blickte seine eigene Reflexion, als er kurz mit der Pfote ins Wasser tastete, um sicherzugehen, dass es trinkbar war. Es schien völlig sauber und war kühl, aber nicht zu kalt. Im Prinzip genau perfekt. Mit dieser Sicherheit schwanden auch die Zweifel des Vulpix, als er begann zu trinken und sein staubtrockener Hals sich endlich wieder normal anfühlte. Langsam blickte er wieder auf, sein Durst gestillt und sah seine Reflexion immer noch nach vorne blicken, nun inmitten der Wellen, welche er selber erzeugt hatte. Sie wirkte ein wenig verzerrt, aber dies lag an den Wellen. Zumindest dachte Flamme dies, bis er seinen Kopf weiter anhob, um zu gehen, und feststellte, dass sein Abbild ihm nicht folgte. Stattdessen schien sein Fell ein leicht dunkleres Orange anzunehmen, sein Körper als Ganzer wuchs ein kleines bisschen und auf einmal schlich sich ein leichtes Grinsen auf das Bild im See. Panisch sprang Flamme zurück, sein Blick immer noch auf den See gerichtet, in welchem selbst aus leichtem Abstand immer noch ein Vulpix zu sehen war. Kein Grund zur Panik, Flamme. Also habe ich dich endlich erreicht. Der bekannten Stimme folgend näherte der Auserwählte sich erneut dem Wasser an und blickte dem Vulpix in seinem Inneren entgegen. Inferno, bist du das? Der einzig Wahre. Ich kann dich also wirklich erreichen. Na dann, ich habe es dir versprochen. Wir stehen uns endlich gegenüber. Willkommen in meinem Heim. Noch einmal sah sich Flamme an diesem Ort um. Dieses Mal mit mehr Bewusstsein, was dies wahrlich war. Als Inferno seinem Host versprochen hatte, ihn in seiner Heimat zu treffen, hatte Flamme sich darunter nichts vorstellen können. Immerhin war Inferno nichts mehr als eine Stimme in seinem Kopf. Doch nun kannte er einen Ort, an welchem dieses Wesen lebte und selbst ein Gesicht zu ihm. Wenn er wirklich eins hatte, das war für Flamme noch nicht ganz klar. Irgendwie war Inferno ja auch kein Pokémon, sah hier aber wie eins aus. Aber was nun erst einmal die allerhöchste Priorität hatte, dies war das erste Gespräch, seitdem die Ereignisse nach dem Duell gegen Sakit geschehen waren. Du bist immer noch da. Ich dachte schon, du wärst weg. Wo warst du als was auch immer das hier war? Als das hier war, was soll ich denn da denken? Die Frage gebe ich direkt so zurück. Ich habe dich gewarnt und du hast mich ignoriert. Du hast Glück, dass wir beide so glimpflich davongekommen sind. Ich habe keine Ahnung, was genau dieses Wesen war. Also, irgendwie schon. Es war dein innerer Wahn, aber mehr weiß ich auch nicht. Vor allem habe ich keine Ahnung, ob du dieses Ding in einem Kampf besiegen könntest. Ganz im Sinne vom Ding selber muss ich da sagen, ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst.
Aber gut, wir müssen uns jetzt nicht mehr wegen diesem Problem streiten, denn ich sehe mich korrigiert. Letztes Mal sagte ich, dass wir nicht einfach warten können, bis sich uns die Lösung selber findet. Und nun? Die Lösung ist angekommen. Tellizium. Zwar hatte Flamme hierbei recht. Das Kraut, welches Ilya ihm gegeben hatte, schien wahrlich die Lösung für die inneren Probleme des Vulpix zu sein. Doch gleichzeitig war er skeptisch der Pflanze gegenüber. Meinst du wirklich, es ist so eine Wunderheilung? Ich meine, ja, es funktioniert im Moment, aber Mama hat mich gewarnt, es so wenig zu nutzen wie möglich. Es ist nicht gesund. Die Reflexion im See schien kurz genervt, fing sich jedoch schnell. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Was hilft es irgendjemandem, wenn du zu wenig von dem Kraut einnimmst? Du, Flamme, wir beide, wir sind auserwählt, um ein großes Problem zu lösen. Ein Problem viel größer als wir beide. Wir sind da, um Millionen Leben zu retten. Du willst, denke ich, genauso wenig wie ich scheitern, da du zu zögerlich mit einer Pflanze umgehst. Also überleg dir lieber, wie viel Vorsicht du wirklich zeigen willst. Dieses Motto, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, stellte eigentlich den perfekten Kompromiss dar, welchen es in diesem Streit geben könnte. Ja, dann sind wir uns doch einig. Ich nehme von dem Tellizium, was ich brauche, und nicht mehr davon. Also dann, hier lebst du? An diesem See im Inneren deines Bewusstseins, ja. Nun, leider sind wir noch nicht ganz an dem Punkt, an dem ich irgendwann sein möchte, aber bisher ist es gut genug. Irgendwann, Flamme, das verspreche ich dir, stehen wir uns wahrlich gegenüber. Ohne einen See als Grenze zwischen uns. Auge um Auge. Aber das hier ist für den Moment mehr als genug. Es stimmte. Es war wirklich ein guter Schritt, so entfernt und näher zu kommen. Und hoffentlich würde es auch eine Hilfe darstellen, auf dem Weg weit weg von diesem seltsamen Wesen. Und das bist also du? Das Bild, was ich hier vor mir im See sehe? Mit Leib und Seele. Nun, eigentlich nicht. Einen wahren Körper habe ich nicht. Nur eine Gestalt. Den Körper führst du. Interessiert blickte Flamme auf die Vulpix-Gestalt ihm gegenüber, welche zwar manche Unterschiede trug, ihm aber alles in allem doch sehr ähnlich war. Ich führe zwar den Körper, aber das hindert dich anscheinend ja nicht dran, mir so ähnlich zu sehen. Ich dachte eigentlich, du siehst etwas kreativer aus. Weshalb sollte ich? Flamme, ich bin du, deine innere Flamme. Dafür unterscheiden wir uns eigentlich sogar schon zu viel. Es ist verwunderlich, dass wir überhaupt Unterschiede tragen. Aber gut, ich schließe nicht aus, dass das noch wird. Dein Körper wird sich vermutlich noch etwas ändern im Ende deines Wachstums. Vielleicht siehst du mir danach ja ähnlicher. Etwas unsicher blickte Flamme auf sein vergleichsweise helles Fell. Ungern. Mit dem düsteren Fell deprimiere ich ja Leute, wenn sie mich einfach nur angucken. Wäre es dir lieber so auszusehen wie die Bestie, gegen die du schon gekämpft hast? Ist dir das dann farbenfroh genug? Oder hast du Angst, Leute zu blenden, wenn sie dich angucken? Ich glaube, Rot passt nicht so zu mir. Das lässt mich so aggressiv wirken. Und das soll nicht passen? Ich würde uns nicht als geduldig und ruhig bezeichnen. Unberechenbare Aggression trifft es besser, als du dir eingestehst. Entgegen eigenem Willen spürte Flamme, wie Funken seinem Maul aus Zorn entsprangen, was seinem Einspruch nicht gerade den nötigen Nachdruck verlieh. Das einzige unberechenbar Aggressive ist dieses Monster! Und weshalb redest du, als wärst das nicht du? Die Frage kam so aus dem Nichts, dass Flamme vor Verwirrung kurz vergaß, zornig zu sein. Ich habe aktiv gegen das Viech gekämpft. Es hat mich angegriffen, meinen Körper besetzt. Wie kannst du es wagen, mich damit gleichzusetzen? Das Ding ist der personifizierte Wahnsinn. Dein Wahnsinn.
Es folgte ein Moment der Stille, mit intensiven Blicken beider Vulpix. Du musst das lernen, Flamme. Was denkst du denn, weshalb die Bestie überhaupt die Möglichkeit hat, die Kontrolle zu ergreifen? Sie ist nicht anders als ich. Wir sind beide Teile von dir. Das Monster ist ein verborgener, hässlicher Teil voller Hass, welcher du selber nicht sein möchtest. Was nicht heißt, dass du es nie sein kannst. Es ist, wovor ich dich gewarnt habe und was ich versuche, dich verstehen zu lassen. Äußere Einflüsse verändern zwar Dinge, doch letztlich sind sie nicht schuld daran, dass unsere Verbindung leidet und dafür, dass die Bestie an Macht gewinnt. Von außen kommt der Dünger, durch den das Unkraut wächst. Die Wurzel ist jedoch im Inneren. Weshalb genau soll ich dann meinen Bruder loswerden? Und weshalb soll dieses Kraut dann so stark sein? Was du sagst, ergibt alles keinen Sinn. Merkst du das nicht? Du bist weit gekommen, dass du inzwischen an dem Sinn deiner eigenen Worte zweifelst. Das Telizium und Sol haben beide eins gemeinsam. Sind äußere Elemente. Der Effekt, den sie jedoch in dieser Lage haben, ist allein innerlich. Sol erzeugt Stress. Stress, welcher den Wahn nährt und das Unkraut gedeihen lässt. Das Telizium hingegen beruhigt deine Seele und lässt dich entspannen. Befreit dich von Qual und Schmerz. Es ist wichtig, was es mit deiner Seele und deinen Emotionen macht. Deswegen solltest du Sol loswerden. Tja, aber jetzt musst du wohl sehen, dass du Unrecht hattest. Sol ist ebenfalls auserwählt. Er muss mitreisen. Das Abbild im See sah relativ unzufrieden aus. Auch wenn auch er wusste, dass es stimmte. Ich wüsste nur gerne, womit er das verdient. Deine Bestimmung hat einen Grund und der bin ich. Ich bin die einzige Flamme dieser Art. Bei den anderen Pokémon eures Stammes bleibt diese doch metaphorisch. Und auch bei ihm. Dieses Fukano hat keinen Grund, erwählt zu sein. Aber gut, eines musst du ohnehin weiterhin beachten. Er ist für diese Mission ebenfalls vonnöten, aber seine Erwähnung blieb Nebensache. Auch vor Terrus. An allererster Stelle stehst du. Stehen wir. Wir sind der erste Auserwählte, soll unser bedeutender Begleiter. Und vor allem, ob nun auserwählt oder nicht. Ob er will oder nicht, könnte seine Anwesenheit die Mission behindern. Flamme hatte eigentlich gehofft, dass der Fakt, dass Sol auserwählt war, genug wäre, um dieses Streitthema endlich zu beenden. Zwar hatte Inferno nun keine Argumente mehr, das Fukano loszuwerden. Doch Missgunst schien weiterhin zu herrschen. Wie genau kann es überhaupt sein, dass du so ein Problem mit Sol hast? Ich habe das nicht und du sagst doch selber ständig, dass du und ich eins sind. Ich glaube, du verstehst das Verhältnis zwischen uns beiden immer noch nicht. Anders als die anderen inneren Flammen bin ich nicht gezwungen, gleich zu denken wie du. Zumindest nicht ganz. Wir können nie völlig verschieden denken. Doch ich kann Dinge denken, die du selber nicht spürst, obwohl sie in deinem Unterbewusstsein herumschwirren. Und dort merkst du, dass dieses Fukano Probleme verursachen könnte, die wir beide nicht verantworten können. Aber wir brauchen uns eigentlich auch gar nicht zu streiten, denn der Risikofaktor Sol wurde stark gemindert. Ialia hat uns wahrlich einen Schatz geschenkt, als sie dir das Telizium gab. Weißt du, du wirkst mir wirklich etwas sehr begeistert von dem Zeug. Es hat große Nachteile, weißt du, und ist extrem stark. Und genau das macht es doch so gut. Schwache Mittel lösen keine massiven Probleme. Natürlich hat Telizium Nachteile, aber die können wir alle leicht umgehen, wenn du einfach die richtige Dosierung einhältst. Und sag mir mal, was ist die bessere Alternative? Ein wenig Kopfdröhnen nach dem Aufwachen. Oder das Monster. Immer noch war Flamme sich nicht wirklich sicher. Er hatte das Gefühl, dass Inferno das Kraut unterschätzte. Vielleicht durch seine Lage weniger einschätzen konnte, was wirklich die physischen Folgen einer derartigen Droge sein könnten. Allerdings hieß es auch nicht, dass er keine Argumente hatte. Außerdem hätte seine Mutter Flamme ja auch so etwas nicht gegeben, wenn sie nicht selber davon überzeugt wäre, dass es das Risiko wirklich wert sei.
Ich fürchte allerdings, dass unser heutiges Gespräch an dieser Stelle enden muss. Ihr seid bereits lange in der Wurzelwelt des Weltenbaumes des Lunan angekommen. Ich kann dich nicht noch länger hier halten. Wir werden definitiv wieder reden, aber zuvor stehen wichtige Dinge bevor. Ihr müsst Lunanas Kern finden, damit wir in Omegons Heim kommen. Also los, Flamme. Auf in die Fremde.